Wollen wir das diesmal starten? 850 GS. Uiuiuiui. Schon mal gleich ein ganz anderes Gefühl. Ja, ui, Kupplung kommt sofort. Uiuiuiui. Man glaubt es nicht, aber diese Maschine ist definitiv komplett anders als die 800er. Hört sich ganz anders an und fühlt sich auch ganz anders an. Uiuiuiui. Bremsen enorm wirksam, ja, wäre auch nichts, ist auch nicht, und die klickt sich durch die Gänge. Aber ich möchte mich gar nicht auf diese ganzen Special Features der modernen hier eingehen, also auch die ganzen Ausstattungsdetails, meine Güte, da fehlt nur noch die Espresso-Maschine. Wow. Und ich fahre deutlich schneller, als ich eigentlich wollte und dürfte in diesem Fall. Mit dem Gashändchen muss man nicht deutlich mehr aufpassen als mit der F800. Hier spürt man definitiv Vibration des Zweizylinders, der hier wohl so eine ähnliche Konfiguration hat wie ein V-Motor, nicht wie ein Boxer. Während die F800 ja wohl eher an den Boxer angelehnt ist. Hoch genug für mich ist er auf jeden Fall. Habe ich gerade gesagt, das Ding ist nicht wendig? Was habe ich denn da für einen Scheiß erzählt? Muss ich mich nur dran gewöhnen. Gucken, ob wir hier noch einen schönen Parkplatz finden. Ja, hier war ganz gut, glaube ich. Hier habe ich auch vor Jahr und Tag mal gestanden. Ja, einmal ein hübscher Rundgang.
diese HP, hier in diesem Fall Rallye-Variante, goldene Felgen, rot und blaue Akzente auf weißem Moped, finde ich schon sehr, sehr schick. Also das ist für mich eine echt würdige Nachfolgerin der F800, schlichtweg einfach. Gerade für mich, richtig Enduro fahre ich nicht im Gelände. Die ist straßentauglicher. Ich muss mich noch ein bisschen daran gewöhnen, der Reifen lenkt anders ein, als ich es gewohnt bin. Und das ist eine Frage des Reifens. Reifen tauscht man ja sowieso wie andere Leute Unterhosen. Und von daher ist auch. Und man hat diese ganzen Features. Es gibt so ein paar Features, die ich wirklich geil finde. Ob ich unbedingt hier so ein Dynamic Ether brauche, ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, Leute, ich weiß das nicht. Was ich eine coole Sache finde, ist das hier. Wenn man irgendwo unterwegs ist es passiert wirklich das, was nicht passieren soll. Dass das Motorrad sich meldet, Houston, wir haben ein Problem. Ist wirklich eine tolle Sache. Ansonsten hat diese Maschine alles, was es braucht. Die Kofferhalter hier. Naja, über dieses Ofenrohr kann man sich streiten, aber da können andere austauschen. Ich bin immer froh, wenn ich das nicht so höre. Ob ich hier so ein Sportdingenskirchen brauche, weiß ich auch nicht. Ich habe mir aber schon von mehreren sagen lassen, gerade wenn man auf Autobahn unterwegs ist, das Ding ist echt Gold wert. Und die ganzen Features, die das Ding hat, ich warte noch, dass hier irgendwo eine Klappe aufgeht und mir ein Espresso gereicht wird während der Fahrt. Naja gut, okay, die K-Modelle von BMW sind dann noch ein bisschen schlimmer. Na gut. Sich wirklich schön, die Maschine vibriert ein bisschen, aber man merkt, dass das Motorrad ist halt ein Zweizylinder. Wer keine Vibrationen möchte, der soll halt einen Vierzylinder nehmen. Hui. Deswegen habe ich diese Strecke ausgewählt. Oh, sie lenkt sehr schnell ein. Also entschuldigt bitte, falls ihr hier Raser-Videos erwartet. Von mir gibt es die sowieso nicht. Außen fahren. Also die Kritik, dass die hier eher straßenorientiert ist, als es die F800 war, ich glaube, die trifft zu. Für mich ist es genau richtig.